Und jetzt hattet ihr ihn gestern dann im Transfer-Update. Und das sind natürlich so in Transferzeiten gerechnet von gestern bis heute Lichtjahre. Es hat sich, wie soll man sagen, noch was getan? Hat sich was getan. Und zwar gab es Anrufe und SMS, weil diese Sendung natürlich auch geschaut wird. Und ich kann sagen, es gibt ein Update zu Victor Osimhen. Wir hatten das ja schon mal im Transfer-Update. Und wir haben auch schon mal berichtet, dass Osimhen sich Bayern vorstellen kann. Da denkt ihr, ja, ist ja klar und so weiter und so fort. Ich kann sagen, auch aufgrund eines Anrufs heute, dieser Victor Osimhen, Superstar bei Neapel, sicherlich einer der Top 3 Striker auf der Welt, will und würde sofort zum FC Bayern wechseln. Der hat Bock auf München, er war schon in der Bundesliga, er hat bei Wolfsburg nicht gezündet, die Vorzeichen haben sich geändert. Osimhen kann sich einen Wechsel zum FC Bayern definitiv vorstellen. Und ich weiß auch, dass es einen Austausch gab zwischen seinem Management und dem FC Bayern im März. Da haben die Bayern dem Management mitgeteilt, ja, wir finden Osimhen geil. Das ist ein Stürmer, den haben wir auf dem Zettel. Aber wir können ihn nicht zahlen. Und da auch kommt da wieder die Krux. Neapel wird über 100 Millionen, 110, 120 Millionen Euro, vielleicht 130 für Osimhen fordern. Das können und werden die Bayern nicht zahlen. Die Bayern haben mitteilen lassen, 100 möglicherweise nicht mehr. Ob es irgendwann zu einem Tausch kommt oder, das ist noch zu früh zu sagen. Aber die Vorzeichen sind erstmal klar. Osimhen würde das machen. Und wir wissen alle, Salihamidžić ist ein guter Verhandlungspartner, kann Preise drücken. Die Frage ist, ob sie wirklich all in gehen und Tuchel sagt, den Osimhen will ich. Wenn er das sagt, gehe ich davon aus, wird Bayern sehr, sehr viel tun. Denn Osimhen ist vom Naturell her einer, der zu Bayern passt. Das ist ein Sturmbulle, der Tempo, Physis, ist stark in der Luft, kann die Flanken abnehmen von den starken Flügelspielern der Bayern. Osimhen kann heiß werden. Und du würdest auch eher Florian Plettenberg, Tuchel, Osimhen nehmen, anstatt Randall Kolo Muani? Ich finde ja den geileren, den wuchtigeren Namen. Das ist eine schwierige Frage. Du weißt bei Kolo Muani, dass er in der Bundesliga funktioniert. Du weißt es bei Osimhen nicht. Ich kann es auch noch nicht so richtig einschätzen. Nochmal, ich weiß nicht, was Tuchel vorhat. Wir können das taktisch noch nicht. Also, dass er gegen eine Bundesliga-Mannschaft funktioniert, habe ich gesehen. Im Achtelfinale gegen Frankfurt. Absolut. Dass der Osimhen von der Physis und von der Mentalität her passen würde. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich glaube, dass den Bayern diese Sturmkante Osimhen richtig, richtig gut tun würde. Aber du hast natürlich mit Kolo Muani einen, der wäre finanzierbarer. Ja. Und Osimhen wird mit Sicherheit über 10 Millionen Euro pro Jahr landen wollen. Ja. Kolo Muani nicht. Es ist am Ende wirklich eine Frage des Geldes. Und im Zweifel ist es auch Victor Osimhen, der am Ende der Saison den Henkelpott hochhält. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Mal gucken, wie satt der dann überhaupt wäre. Aber. Und, das habe ich vergessen, wir können sagen, dass es schon so sein soll, dass weitere Gespräche geplant sind zwischen der Osimhen-Seite und den Bayern in den nächsten Wochen. Wann die stattfinden, auch das ist noch nicht genau datiert, aber das läuft gerade an. Ja, das ist dann die neueste Entwicklung seit gestern, seit dem Transfer-Update mit Randall Kolo Muani und Victor Osimhen. Aber das sind so, um das auch nochmal am Ende zuzuspitzen, das sind so die beiden, um die es sich so gerade dreht. Es sind zwei Namen, über die diskutiert wird. Ja. Über den einen vielleicht manchmal wärmer, über den anderen manchmal kälter. Aber wir sehen bei Osimhen, da kommt jetzt Wind rein, weil auch die Berater sich in Schale werfen, den Markt sondieren, es Austausch gibt mit den Bayern-Bossen. Man muss aber auch dazu sagen, ob das jetzt ein Krösche, ein Salihamidžić, ein Marcel Schäfer, ein Jonas Bolt in Hamburg ist, die kriegen jeden Tag so viele SMS, so viele E-Mails mit Spielern angeboten. Dann sagen die Berater, yo, der ist da im Gespräch. Also man muss differenzieren zwischen konkreten und echten Gesprächen, einem echten Austausch oder ich biete an und verkaufe das zu Gold. Aber bei Osimhen sind wir schon einen Schritt weiter. Muani haben wir gerade drüber gesprochen.